Und der wird heute einige tolle Botschaften mitgeben. Und deshalb, Patrick, du hast jetzt das Wort. Super, vielen lieben Dank, liebe Renate Backhaus. Ganz ein herzlichen Gratulation an Onkel Boy auch von mir. Ich kann kein Teil, nur aber die Krab, mehr kann ich nicht. Aber Gratulation zu Silver Producer 21%, weil das ist immer die erste richtig interessante Stufe auf dem Weg zum Diamant und zu noch höheren Stufen. Denn 21%, da schlägt der Bonus richtig zu. Also das wird dann eine tolle Sache auf den nächsten Bonusauszug. Das werden Sie sehen. Das ist eine fantastische Sache. Ich bin immer noch am Leute reinladen, habe einige zum Co-Host gemacht. Wenn ein Co-Host zieht, jemand kriegt die Einladung nicht, bitte mir kurz unterstützen. Aber es sollte gehen. Wir sind schon fast 30 Leute. Das ist doch super. Ich bin begeistert. Also, ich habe ein volles Programm. Ich versuche nicht unglaublich viel zu überziehen, aber wenn es ein paar Minuten sind, bitte wird man es mir vielleicht verzeihen, weil es so viele tolle Sachen. Nochmal eine Daniela reinlassen. Herzlich willkommen. Und mein heutiges Thema ist Motivation und Zielsetzung, beziehungsweise heute mal andersrum, Zielsetzung und Motivation. Denn es gibt auch von Amway her eine ganze Reihe von Zielen, die motivieren sollen und können. Und es gibt natürlich auch viel, viel Motivation, die zu Zielen führen. Und das allererste, ich mache hier wieder ein bisschen was Technisches, ganz kurz einen Moment. Genau. Das Patrick, ich allererste. würde das eintreten lassen für die Leute übernehmen hier, ja? Super, genau, da Du muss ich musst dich nicht nicht immer mehr drum zu gucken. kümmern, genau. Fantastisch. Daher, das ist Teamarbeit, das freut mich. So, das. Ich warte nur, dass mein Computer mir gibt, was ich ihm sage. Drücke auf Knöpfchen, dann müsste was passieren. Jetzt passiert was. Und man müsste auch gleich was sehen. Und man müsste auch mich sehen. Mal schauen, ob ich das so machen kann, dass ich nicht zu viel im Bild bin. Genau. Jetzt, dass die wichtigsten persönlichen Ziele. Ich glaube, man sieht alles. Ich bin nur ganz klein rechts, falsch, links, unten. Ist das korrekt? Ja, sieht man. Okay, korrekt. Super. Also, das ist ein Formular. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie. Ich bin schwarz auf schwarz. Das war nicht so schlau. Okay, aber man sieht meinen Kopf. Das ist doch auch was. Nicht schlecht. Das ist ein Formular, das geben wir sehr, sehr gerne unseren neuen Geschäftspartnern. Oder sie laden sich das selber herunter. Und auch wir selber oder man selber sollte regelmäßig über die eigenen Ziele gehen. Denn alles natürlich am Ende ist ihr persönlicher Weg zum Erfolg. Und es kann vollkommen bei Ihnen andere Gründe haben, warum Sie dieses Geschäft aufbauen, als zum Beispiel bei der Frau Backhaus oder bei mir oder bei meiner Mutter oder bei Onkel Boy oder bei anderen Führungskräften. Es mag ganz unterschiedliche Gründe haben und ganz unterschiedliche Wege dahin, aber meistens findet man etwas, das einen persönlich motiviert. Vielleicht ist es etwas aus dem Thema Familie. Denn viele Leute haben zu wenig Zeit für ihre Familie. Viele Leute haben Sorgen, genügend Geld zu haben für die Ausbildung der Kinder. Auch wenn vieles in Mitteleuropa ja eigentlich durch den Staat gesponsert ist. Es ist ja nicht alles durch den Staat gesponsert. Denn auch da sind viele Kosten oder überhaupt für die eigene Ausbildung. Genug Geld überhaupt für die Familie, wenn Probleme da sind, wenn gesundheitlich was passiert, wenn was mit den Kindern, mit den Eltern, mit dem Partner los ist. Sicherheit überhaupt ist für uns Mitteleuropäer ein sehr, sehr wichtiges Ziel. Plus alle, die hier wohnen, zähle ich natürlich dazu. Das ist einfach für den Mensch ein sehr wichtiges Ziel, Sicherheit zu haben. Es kann passieren, was will. Die finanziellen Sorgen sollten nicht vorhanden sein oder sehr schnell gelöst werden können. Und weniger Sorgen, da spreche ich mir selber
quasi nach dem Mund, weniger Sorgen sind halt auf dieser Welt vielmals finanziell zu lösen. Und all das zählt in das Thema Familie und wie auch groß oder klein die Familie auch immer ist, zu der sie gehören oder die zu ihnen gehört, irgendeine dieser Punkte wird sie wahrscheinlich ansprechen. Wer der gleichen Meinung ist, darf bitte kurz nicken. Und wer ganz anderer Meinung ist, soll ganz schlimm mit dem Kopf schütteln. Vielleicht findet er dann etwas unter den Themen Belohnung. Denn natürlich gibt es auch viele Leute, denen ist die Belohnung sehr wichtig für dieses Geschäft als Ziel. Und da kann überhaupt alles reinzählen, was ich Richtung Karriere geht. Selbst die Selbstständigkeit an sich, die betrachte ich als ein unglaubliches Gut. Das haben viele Leute nicht die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie ihr Leben auch beruflich sich entwickeln kann. Und daher ist auch das ein ganz wichtiges Ziel, nämlich vielleicht auch bei Ihnen aus der Selbstständigkeit nebenberuflich eine Selbstständigkeit hauptberuflich zu machen. Weil das war zum Beispiel bei uns eine der absoluten Ziele. Karriere überhaupt, das wird heute mein Hauptthema sein, die Karriere in dem Geschäft. Daher werde ich das jetzt gar nicht im Detail hier nochmal erwähnen, aber Karriere an sich ist auch eine wichtige oder für manchen vielleicht eine wichtige Zielsetzung. Und dann geht es natürlich bis hin zu Traumhaus und Traumauto und Traumurlaub, das steht hier nicht mal, aber das können sie auch sein. Oder überhaupt mehr Geld und genug qualifizierte Zeit und so weiter. All diese Belohnungen, die vielleicht auch für manchen heute noch gar nicht so ausgetüftelt sind und ausformuliert sind, vielleicht noch nicht mal vorstellbar sind, aber vielleicht sich dann auch entwickeln im Zuge der geschäftlichen Erfolge natürlich. Und alles Freiheit oder Lebensqualität oder Lebenshaltung oder wie Sie das auch immer anschauen, was mit Spaß und Freizeit und Freiheit und ein besseres Leben und Work-Life-Balance, was hier nicht mal steht, aber was jeder davon spricht, und Reisen und vielleicht einfach eine generelle Zufriedenheit oder einfach auch Zeit für sich und Freunde. All diese Punkte und vielleicht viel mehr, viel andere und viel wichtigere für Sie persönlich, sollten Sie sich einmal zumindest zu Beginn des Geschäftsjahres, weil wir haben ein neues Geschäftsjahr, auch wenn der erste Monat vom neuen Geschäftsjahr schon fast wieder zu Ende ist. Unglaublich, wie die Zeit fliegt. Haben Sie das Gefühl nicht auch, wie die Zeit fliegt? Das ist unvorstellbar. Immerhin, wir haben noch den ersten Monat und wir haben noch ein fast komplettes Geschäftsjahr vor uns, 11 Monate und was Zerdrücktes. Und da kann so viel erreicht werden, aber es muss mal klar sein, warum. Und vielleicht ist da einiges dabei, was für Sie wichtig ist, aber auch das. Warum ist ein Kreis in der Mitte? Wir haben immer mit dem Kreis gearbeitet. Dieser Kreis hat ganz unterschiedlich große Stücke. Das erste ist das größte, das siebte ist das kleinste. Machen Sie so einen Kreis oder nehmen Sie dieses Formular, dieses Blatt und schreiben Sie oder zeichnen Sie oder kleben Sie auf, wie Sie möchten, Ihr persönlich wichtigstes Ziel in das Eins. Das ist das größte Kuchenstück. Und dann gehen Sie vorwärts und vielleicht haben Sie mehr als sieben, dann machen Sie kleinere Kuchenstücke aus dem Großen oder Sie machen komplett eine Liste. Es gibt einen Kronbotschafter in, ich glaube, Australien müsste das sein, Mitch Sala. Vielleicht haben Sie von dem schon gehört. Der spricht ab und zu hier bei Amway Zoom-Calls, weil Australien, Neuseeland und Südafrika gehören ja neuerdings zu Europa. Wir haben die nicht irgendwie erobert, das wurde einfach entschieden und heute gibt es eine Region, die heißt ESAN, Europe, South Africa, Australia und New Zealand. Und wenn Sie von Amway irgendwelche Dokumente bekommen, meistens E-Mails, dann steht da unten vielleicht Ihr ESAN-Team oder irgendwo steht ESAN in der Dokumentation von Amway. Und Sie sind vielleicht verwirrt und sagen, was ist denn das? Die Firma heißt doch Amway und nicht ESAN.
Nein, ESAN heißt einfach Europa, Südafrika, Australien und Neuseeland. Und das ist alles. Unsere Region. Und dieser nette Herr von Australien, der hat eine Ammogramm oder wie wir heute sagen, eine Online-Ehrung gehabt auf der australischen Seite vor ein paar Jahren, wo er diese höchste Stufe erreicht hat, Foundeskronenbotschafter. Und da hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, sie haben, noch jemand reinzulassen, Entschuldigung, sie haben als Familie, als Ehepaar Ziele gehabt vor dem Geschäft und die Ziele erreicht. 30 Ziele. Stellen Sie sich vor, eine Liste mit 30 Zielen. Und das haben sie erreicht als Dreifachdiamant. Alle 30 Ziele. Und dann ging nichts mehr. Dann ging nichts mehr für Jahre. Das hat er gesagt. Ich glaube ihm das. Und erst als sie ihre erreichten 30 Ziele sich bewusst wurden, dass sie alles erreicht haben, haben sie eine neue Liste gemacht mit den neuen 30. Und für manchen auch sehr hohen Zielen. Natürlich ist ja schon ein Riesengeschäft gewesen. Und dann ging es wieder weiter. Und dann gingen sie den Weg zu Krone und Founders-Krone und Kronenbotschafter. Und schlussendlich in nur gerade ein paar Jahren später Founders-Kronenbotschafter. Also die persönliche Zielsetzung, das will ich damit sagen, die ist wichtiger, als man sich bewusst ist. Weil man fängt dann plötzlich an, dann davon zu träumen. Man fängt dann plötzlich an, den Weg so zu legen, dass es dahin führt. Und das ist eigentlich der älteste Running Gag überhaupt, wenn wir alle uns treffen nach Würzburg, in Würzburg am 6. Oktober, an meinem Geburtstag. Da freue ich mich natürlich besonders darauf. Auch nochmal zum Geburtstagskind von heute ein Happy Birthday von mir. Dann haben wir, ganz wichtig, unterschiedlichste Wege. Jeder kommt aus einer anderen Richtung. Jeder hat einen anderen Weg nach Würzburg, richtig? Aber das Ziel ist das gleiche. Wenn aber jeder parallel fährt oder nicht weiß, welchen Weg er nehmen muss nach Würzburg, dann kommt die Hälfte der Leute gar nicht erst an. Und daher ist auch hier bei der Zielsetzung eine persönliche Zielsetzung wichtig. Die Menge der Ziele ist nicht wichtig. Das kann ein einziges, ganz dringendes, wichtiges Ziel sein. Und es können Dutzende kleinere sein. Aber es sollten wichtige Ziele sein, wichtige für sich, die sie dazu bringen, sich auch in schwierigen Situationen, die werden kommen, das ist Leben. Geschäftsleben ist Leben. Und Leben ist eine Vielzahl von Hürden und Schwierigkeiten zu überwinden, um an sich selber zu arbeiten und größer zu werden. Das ist Leben, sage ich jetzt mal. Vielleicht finden Sie das ähnlich. Und das Geschäftsleben ist nicht anders. An den Hürden werden Sie wachsen, an den Herausforderungen werden Sie größer. Aber für das braucht es Ziele. So, jetzt gibt natürlich Amway einiges vor. Mal schauen, ob ich das auch hinkriege, wenn ich hier einmal Knöpfchen drücke. Da ist was ganz anderes passiert. Okay, nochmal Knöpfchen drücken. Ja, ich hab's. Oh, Screening Share ist gestorben. Nochmal versuchen. Der war gerade überfordert. Ich versuche es nochmal, mache es mal auf diese Richtung. Und wieder ganz kurzes Daumen hoch, wenn eine Präsentation zu sehen ist. Und genau, das genügt mir schon. Das ist eine ganz, ganz neue Präsentation und ich überfliege die ein bisschen, weil zum ersten Mal hat auch Amway eine Liste gemacht, eine Präsentation, wenn Sie so wollen, eine Power, nee, stimmt nicht mal, ein PDF ist es geworden, ein PDF mit was bietet denn Amway bei welchen Leistungen? Vielleicht haben Sie das schon angeschaut, wer hat das schon gesehen, wer hat das schon ein bisschen gelesen? Nicht allzu viele, natürlich, Frau Backhaus war klar, uns interessiert das immer. Manche haben es noch nicht gesehen, dann ist es ja gut, kann ich ein bisschen reingehen. Und hier das Allerwichtigste, oder ich finde das Allerwichtigste, sind Ihre möglichen Meilensteine auf Ihrem Amway-Weg. Vielleicht sind Sie ein ganz neuer Geschäftspartner. Wir haben auch heute wieder Leute gesponsert und wir haben gestern Leute gesponsert. Vorgestern, glaube ich auch, aber kann schon ein Tag vorher gewesen sein. Manchmal hat man ein bisschen den Chaos im Kopf.
Auf jeden Fall haben wir Leute gesponsert und die Neuen, die fangen logischerweise da an, wo der Punkt neue Geschäftspartner steht. Vielleicht sind sie auch noch recht neu oder sie sind bei einer dieser Bonusstufen. Hier sind die mit blauen Punkten markiert. Das gibt im echten Leben auch schon Auszeichnungen. Dafür gibt es Nadeln. Ich kann es gleich mal zeigen. Für 3%, 6% und 9% gibt es schöne Auszeichnungen und noch einiges mehr. Bronze Foundation. Da gibt es keine Nadel. Da gibt es mehr Geld. Ist auch schon gut. Eintreten lassen. Gut. Willkommen im Club. Für 12%, 5%, 15% gibt es wieder eine schöne Auszeichnung. Plus rundherum unendlich viel Neues. Ich zeige es Ihnen gleich. Bronzebilder. Da wird Ihr Bonus ziemlich sicher vierstellig sein. Da können wir uns fast darauf einigen. Wahrscheinlich auch ganz schön gut. Daher, da gibt es eine Auszeichnung für 18%, gibt es auch wieder eine, hat man hier mit dem blauen Pünktchen. Und dann kommt Silber. Da haben wir heute ja einen neuen Qualifikanten. So sieht die neue Nadel übrigens aus, die in der Top-4-Gruppe ist. Das war noch die alte Nadel. Sie bekommt schon die neue. Die ist auch in einer wunderschönen Box. Das kann ich auch gleich zeigen. Und dann gibt es Zertifikat und noch alles mögliche. Ganz verrücktes Zeugs. So, dann sehen wir, was es für Stufen gibt. Alle haben schon mal, auch wenn es noch nicht erreicht hat, die Stufe Platin gehört. Platin ist in dem Geschäft die Führungskräftestufe. Wieso ist die so wichtig? In dem Moment, wo Sie Platin sind, wird Ihr Volumen nicht mehr Ende Monat falsch. Ihr Volumen wird, wenn Sie Platin sind, eigentlich separat gezählt. Es ist im echten Leben ein bisschen kompliziert, weil im Verlauf vom Monat zählt Ihr Volumen immer noch zum Upline, weil der muss ja helfen können, wenn man noch nicht die 10.000 voll hat, weil vielleicht ist man ja neuer Platin und hat manchmal einen schwachen Monat. Und wenn der das nicht mehr sieht, kann er ja nicht helfen, das wäre ja bescheuert. Aber wenn das Volumen über 10.000 ist, dann ist es eigentlich ein eigenes Gruppenvolumen. Sie werden von Amway dann auch als Gruppenleader angesehen, als Platin eben. Und es gibt eine ganze Reihe Vorteile, die ich gleich noch zeige. Aber das Allerwichtigste zu wissen ist, diese Stufe benötigt es zu qualifizieren und zu requalifizieren jedes Jahr. Das sind 10.000 Punkte, 6 Monate im Jahr, 3 davon nacheinander. Das sind so ein paar Nebenregeln, die muss man einfach wissen. Und dann sind Sie Platin und wieder requalifizierte Platin. Und dann sind Sie bei sehr, sehr vielen Sachen dabei. Sie können zum Beispiel für Reiseseminar qualifizieren und. Und das ist Platin. Also Führungskraft in dem Geschäft, Platin. Was ist darunter? Also Silber, Gold. Das ist ein sogenannter Anwärter. So sagen wir dem seit, ich glaube, den 70er Jahren. Anwärter, also jemand quasi, der die Leistung schon einmal gebracht hat oder dreimal und die Firma schaut, macht er das stabil? Ist er seriös? Ist es ein stetiges Geschäft oder ein Zufallsverkauf? Weil das ist natürlich auch wichtig. Und alles darüber sind Führungskräftestufen. Also wir sehen hier, das geht auf der Linie, wenn Sie wollen, bis Founders Rubin. Das ist sehr schlau gemacht, weil bis Founders Rubin könnten Sie theoretisch das Volumen ganz allein machen. Theoretisch. Als Einzelkämpfer, wenn Sie so möchten. Könnten Sie. 20.000 Punkte. 44.000 Euro, kann das etwa sein? Plus Mehrwertsteuer, also schieß mich tot. 48.000 Euro Verkauf wahrscheinlich eher über 50.000. Irgend sowas. Also sagen wir mal 50.000 Euro, ist niemand böse. 50.000 Euro im Monat zu verkaufen, gibt gutes Geld. Sie werden keine Core-Plus-Multiplikatoren kriegen. Diese 30% extra, diese 40% extra, die gibt es nicht für Einzelkämpfer. Weil die sind, weil man Leuten hilft. Aber Sie können aus dem normalen Plan 21% auf diese 50.000 kriegen. Und Sie können Rubin-Bonus kriegen. Zumindest 2% ist das, glaube ich. So. Weil da gibt es auch wieder verschiedene Rubin-Bonus aus verschiedenen Programmen. Aber der normale ist 2%. Also ich kann wirklich weit über 10.000 verdienen, 20.000 verdienen. Aber
Naja, 50.000 Umsatz im Monat selber zu verkaufen, möchten Sie das wirklich? Also wenn die Umsätze reinkommen, nehme ich die sehr gern. Aber wenn das heißt, ich renne dann 24 Stunden am Tag, nee. Das ist ja dann wieder wie jemand, der einen, ich sag, ganz einfach, der ein normales Geschäft hat. Ein netter Geschäftspartner, mit dem ich gestern in Kontakt war, der übrigens auch Rubin ist, lustigerweise, der Founders Platin ist und der die Familie ein Thai-Restaurant hat, also der ist Thai. Der war, habe ich vor 2 Tagen mal in Kontakt und die haben ein Thai-Restaurant. Ich weiß nicht, was die für Umsatz machen mit dem Thai-Restaurant, aber ich weiß, die rennen von morgens bis abends. 3,65, also jeden Tag im Jahr, wahrscheinlich Weihnachten am meisten. Kein Urlaub, kein nix. Also jedenfalls nicht durch das Thai-Geschäft. Natürlich jetzt durch das Amway-Geschäft, weil der ist natürlich auch überall eingeladen. Die nächste Reise, wo wir eingeladen sind, dann natürlich auch die Frau Backhaus und so weiter, geht übrigens nach Dubai. Wer war schon mal in Dubai? Nicht allzu viele. Und es geht in das Atlantis, das ist dieses riesen, wunderschöne Hotel auf dem, da wo die, wie heißt das Ding? Die Palme, diese künstliche diese künstliche Inselwelt von Dubai ist. Da beim Eingang von diesem großen Palme ist ein tolles Hotel, und das heißt Atlantis. Und da sind wir von Amway eingeladen. Dann, wenn Sie jetzt neu im Rennen sind oder Sie neu in die Qualifikation gehen, ganz wichtig aufzupassen, da geht dann die Reise nach Teneriffa ein Jahr später, auch wieder natürlich mit uns allen, die sich dafür qualifizieren. So, dann auf diesem zweiten Level sehen Sie die mittleren Führungskräfte Auszeichnungen. Die kriegen Sie nur, wenn Sie Leuten helfen auf 21%. Also Perle heißt, Sie helfen jemandem, also ganz genau 3 Leuten, 3 verschiedenen Familien oder Personen im gleichen Monat jeweils 10.000 Punkte zu haben. Familie 1 10.000, Familie 2 10.000, Kollege 3 10.000. Sie haben 3 Beine. Geschäftlich gesehen. Das ist Perle. Dann gibt es weitere Stufen, die kann ich nachher noch kurz anschneiden, bis hier zur höchsten Stufe Founders Kronenbotschafter. So, das oberste Level, das sind dann die weltweiten Ehrungen. Da wird dann quasi das weltweite MA Management auf Sie aufmerksam und da wird man dann so bedudelt wie halt ein Superstar. Das geht dann schon in Richtung wie VIP, also das mit den 2 Vs und nicht nur mit dem einen V. Was da alles dazu gehört, wusste man manchmal auch gar nicht. Also hier ist zum Beispiel eine komplette Übersicht, was alles, und ich zähle es nicht alles auf, die Zeit habe ich einfach nicht, Sie können das dann selber anschauen, aber hier sind einige Punkte, die Amway als Anerkennung gibt es eine ganze Liste, wenn Sie hier schauen und Sie sehen, ab welcher Stufe und für was Sie das erhalten können. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und mir fällt gerade auf, die Hälfte davon steht neu. Fällt es Ihnen auf? Bei der Hälfte steht neu. Also es gibt viele neue Sachen und wer das noch nicht weiß, nachher vielleicht selber auf die Seite gehen und mal alles durchlesen. Dann für die Diamanten und höher gibt es auch noch mal eine ganze Reihe. Und das ist alles nicht die finanzielle Geschichte, weil es gibt ja Boni und noch mehr Boni und noch mehr Boni und alles Mögliche aus allen möglichen Programmen. Das sind nur die nicht finanziell, also nicht quasi in Geld bezahlten Anerkennungen. Natürlich kostet das MA fast alles auch Geld und sei es ein Geburtstagsstrauß ab Krone in jedem einzelnen Jahr zum Geburtstag. Ist was Nettes. Dafür würde ich jetzt das Geschäft alleine nicht aufbauen, aber jedes Jahr einmal zur Erinnerung zu kriegen von der Firma, wir haben euch lieb, ihr seid fleißig, ist doch auch eine nette Sache. Macht Ihr Arbeitgeber, wenn Sie noch berufstätig sind, macht Ihr Arbeitgeber dies auch? Jeder Geburtstag ein Strauß, Handzeichen. Also in der Schweiz kriegen wir es übrigens schon ab Diamant, habe ich gerade herausgefunden, weil wir haben schon viele Blumensträuße gekriegt. Da hat man es ein bisschen tiefer angesetzt. Weil wir haben noch keine Krone in der Schweiz, aber toll zu wissen. So, und dann gibt es viele, viele tolle neue Sachen. Schauen Sie, so eine tolle Zertifizierung gibt es,
wenn man eine Stufe erreicht, und das gibt es für alle Stufen. Jetzt habe ich das mal kurz getestet, weil das ist ganz neu, wollte ich schauen, ob das funktioniert. Und war ganz frech und habe das mal getestet mit einem Anwesenden. Wer ist da gemeint? Kurz Hand auf. Sieht man es oder geht es wieder nicht? Moment, da muss man sehen. Ist es richtig geschrieben? Alles Ja. richtig. Super. Gut. Also solche tolle Sachen, das ist jetzt eine WhatsApp-Geschichte hier. Gibt es unter anderem neu, mache ich wieder weg, ist nie das Wichtigste, aber schön zu wissen. Dann gibt es alle möglichen eben virtuellen Ehrungen. Es gibt dann Zertifikate virtuell und zum Teil auch in physikalischer Form. Hier wird es interessant. Also wir hatten vorher Platin, neue Platin. Neue Platin kriegt eine Einladung und im Moment geht die nach Krakau. Das kann auch wieder andere Orte sein, aber machen Sie Neue Platin, dann werden Sie eingeladen, ein verlängertes Wochenende oder ein paar Tage nach Krakau in die wunderschöne Stadt Krakau mit, ich glaube sogar Besichtigung vom neuen MWay-Lager plus Verwaltung. Dann werden sie da durchgeführt und dann wird das Management und die Angestellten ihnen applaudieren und vor allem Bildschirmen laufen ihre Namen hoch und runter. Ist eine ganz tolle Sache. Muss man erlebt haben, kann man viel Fotos von machen und wieder selber auf Instagram teilen. Also gratis so verlängerte Wochenende, wer findet das gut? Im Ausland? Immer mit ganz schickem, schnickem und schickem Gegesse und was man sich so vorstellen kann. Super. Dann, was ich ganz toll finde, auf der MW-Seite gibt es die Ehrungen der, das habe ich der letzte schon gesagt, der, eigentlich können Sie das die letzten 24 Jahre zurückschauen. Es ist nicht ganz komplett und manche fehlen und manche sind nicht aktuell, vielleicht noch nicht aktuell, aber Sie können da viel, viel gucken. Und letztes Mal haben wir geschätzt, wie viel es werden für dieses Jahr. Wir waren ja bei irgendwie über 70.000 die 11 Monate bis Juli. Es waren jetzt etwas über 95.000 neue Qualifikationen von 3% bis nach oben in Europa, ESA natürlich in den letzten 12 Monaten. Über 95.000 Familien. Ist das nicht viel? Ich finde das sehr, sehr viel. Und alle, die wurden da erwähnt und geehrt und alle viermal im Jahr, wenn ich es richtig weiß, gibt es dann immer so eine tolle Schulung, ein Zoom oder eine Videogeschichte, wo man dabei sein kann mit den Neuigkeiten und da kommen auch immer diese Ehrungen. Also ganz eine tolle Geschichte. So, das sage ich gleich noch. Dann hat man super viele solche Unterlagen, mit denen man selber wieder arbeiten kann. Das heißt, bis zu der Stufe, wo man erreicht, wird es freigeschalten. Also sind Sie 3%, können Sie nicht solche Sachen für Doppeldiamanten runterladen. Das versteht sich von selber. Es wird freigeschalten mit Ihren Stufen. Aber es ist eine tolle Geschichte, weil auf der einen Seite kann man das selber verwenden, wenn man irgendwie was macht, eine Präsentation oder so. Und dann gibt es die Variante für den Sponsor, der kann dann wieder eben seine neuen Silber bis was auch immer gratulieren mit diesen tollen Zertifikaten, wo ich vorhin das eine gezeigt habe. So sehen diese wunderbaren Boxen aus mit den Auszeichnungen, das jetzt für Rubin, aber das gibt es schon ab Bronze. Richtig schön so in einem Schaumstoff reingedrückt in einer wunderbaren Box mit einem Zertifikat für an die Wand zu hängen, plus einem Brief vom Management und das Ganze nochmal wunderbar in einem entsprechenden edlen Paket. Also ganz eine tolle Geschichte. Dann scheinbar das ganz neu wird man noch von der jeweiligen Management begrüßt, kann da sich vielleicht auch kurz mal vorstellen und die können Fragen stellen, was braucht man, was hätte man gern. Was will man mehr? Ich habe heute solche E-Mails gekriegt, ich mag die. Da heißt dann immer, was möchten Sie noch? Und dann gebe ich so ein bisschen meine Idee. Und manchmal wird es direkt umgesetzt und manchmal vielleicht auch nicht. Aber diese Woche wurden mehrere Sachen umgesetzt und dann weiß man, man wird ernst genommen. Weil wo gibt es das? Das gibt es nicht bei allen Firmen. Das muss man ganz klar wissen.
So. Einmal im Monat wird man ab Silber eingeladen. Da kommt jetzt dann natürlich auch die erste Einladung im Oktober für unsere neuen Silber hier. Da wird man eingeladen zu einem Zoom-Call und man weiß dann schon viel, viel Neues, viel früher als andere. Ich mag das. Wenn man das weiß, dann ist man quasi dabei und erfährt die neuen Produkte und Aktionen und Events und was alles wann kommt. Tolle Sache. Dann gibt es noch diese regionalen Geschichten und eben diese tollen Anerkennungen, wie zum Beispiel dieser neue Diamant da von Rumänien müsste das sein, richtig? Ich glaube, das ist Rumänien, die Landesfahne. Okay, diese neuen Diamanten und natürlich gibt es dann auch an allen Veranstaltungen immer mehr Leistungen, sprich. Bei den Reisen größere Zimmer, eher ein Business Trip, sprich Business Ticket als ein Economy. Das geht dann hoch bis zum First Class Flieger, das geht hoch bis zur Privatlimousine. Also da gibt es dann immer noch Steigerungen von den VIP-Staaten her. Aber es ist toll, wenn man quasi eine eigene Stretch kriegt. Also solche Sachen. Für das lohnt sich dann auch manchmal ein bisschen Stress zu akzeptieren, weil man wird dann wirklich auch richtig gut behandelt. Und wie gesagt, es gibt dann tolle, tolle Reisen. Die nächste, die Sie qualifizieren können, geht genau hierhin. Das ist Teneriffa. Wunderschönes Städtchen, eigentlich wunderschöne Insel, aber das wird wahrscheinlich, oh, ich habe vergessen, wie die heißt. Jedenfalls, das wird ein Städtchen auf Teneriffa sein. Das ist ja eine Vulkaninsel. Die hat verschiedene größere und ältere und moderne und ganz, ganz wunderbar kleine, verwinkelte Städtchen. Tolle Insel. Waren wir mit dem schon zweimal? Also da freue ich mich total drauf, weil das Essen ist das sehr, sehr gut. Wer isst sehr gut? Ah, wer liebt so ein bisschen Spanisch, aber auch noch ein bisschen. Hier leicht afrikanisch angehauchtes Essen, super lecker, also fantastisch. Und natürlich dann ab Smaragd und höher gibt es auch unter anderem so an eine dieser, also zuerst mal gibt es an diesen Reisen dann immer spezielle Dinner für Smaragde und höher, aber es gibt auch eben für diese Stufen, wenn sie es das erste Mal erreichen, ein Abendessen, ein Erkennungsessen, das sie selber wählen können. Das heißt, sie können sagen, wo, wie, was. Und dann werden Sie eingeladen mit Ihren drei Platinlinien, weil das ist ja die Qualifikation für Smaragd. Und dann werden Sie also eingeladen mit den drei Linien, die je Platin machen, damit Sie ja Smaragd erreicht haben, und dem Management. Das ist dann schon meistens ein voller Tisch. Und das ist alles dann wirklich Fünf-Sterne-Geschichte und edel und super lecker und alles zahlt M-Way. Wem gefällt sowas? Das kommt ja alles zum Geld obendrauf. Also ich finde das super. So, das geht hier noch über Seiten, ist unvorstellbar. Dann bekommt man ab gewissen Stufen Produkte gratis, wenn es neu eingeführt wird, Muster. Ach, schauen Sie, so toll sehen die neuen Auszeichnungen für Diamanten aus. Da ist es nicht nur wie bei uns, ein zwar schönes, aber am Ende doch auf Pergament ausgedrucktes Zertifikat. Das war bei uns noch so. Machen Sie neue Diamant, dann kriegen Sie das als gravierte Plakette. Dann ist das in Edelstahl graviert. Das ist dann auch nicht tot zu kriegen. Da kann auch irgendwie mal runterfallen und das ist dann immer noch wunderbar stabil. Also das ist dann wirklich etwas, wo man sich eine ganze Wand mit am Ende schön vollpflastern kann. Dann ist das wunderbar in dieser Lederbox. Also das ist ganz neu. Da lohnt sich's, Diamant zu machen. Machen Sie Diamant, sowas hatten wir nicht. Also ist wirklich ganz toll. M-Way zahlt auch professionelle Fotosessions, weil es heißt ja immer, haben Sie ein Foto, haben Sie ein Foto, weil ab der Ehrung will man ja irgendwie gut repräsentieren. Das hat M-Way ab Diamant gelöst. Da gibt es eine professionelle Fotosession. Sowas kostet Geld. M-Way zahlt das und dann haben Sie dann die besten Fotos für die nächsten Jahre für Ihre Ehrung. Und dann kommt ja dann wieder die nächste Auszeichnung. Da können Sie wieder mal Fotos machen lassen. Das ist für diese höheren Stufen Standard, dass M-Way das dann zahlt. Als Diamant geht es auf Diamantreise, auch einmal im Jahr, wunderbar. Da geht es jetzt nach Mexiko. Wer war schon mal in Mexiko?
Ganz sicher die Frau Backhaus, natürlich auch noch ein paar andere, aber nicht so viele. Mexiko ist nicht gerade um die Ecke. Und möchten Sie nach Mexiko in eben VIP-Service, das heißt Business Class oder First, das heißt eben Limousinen-Service oder Stretch und das heißt eben Suite oder nach oben offen bis hin zu Präsidenten-Suite, je nach Stufe. Das hat Emme ganz, ganz schlau gestaffelt, dass jeder weiß, das kriegt man noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und dann geht es bis hin zu ab Doppeldiamant sogar Einladung vom weltweiten Management. Das ist der CEO von Amway, wer den nicht kennt. Und ab Doppeldiamant nimmt der sich sogar Zeit. Also so Sachen gab es früher nicht. Dazu natürlich Hall of Fame, also in den Ruhmeshallen von Amway geehrt zu werden, auch ab Doppeldiamant. Und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz spezielle Einladung einmal im Jahr für alle gekrönten Häupter in dem Geschäft, also die Kronen, Founderskronen, Kronbotschafter und Founderskronbotschafter. Und die werden dann eingeladen zum Founders Council. Und der war an verrückten Orten. Vor ein paar Jahren war der in der Villa von das heute Museum, Schrägstrich eben, kann gemietet werden von einem der ersten amerikanischen Präsidenten. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Jefferson oder Washington. Ich glaube, es war Washington. Ich glaube, was war die Villa von George Washington? Die kann man mieten, wenn man das Geld dafür hat. Und das hat Emme gemacht für die Kronen aufwärts. Stellen Sie sich vor. Also das ist etwas, das können auf der ganzen Welt nur ganz wenige Leute von sich behaupten. Ja, wir waren im Haus von George Washington oder wo auch immer dann gerade so eine verrückte Reise hingeht. Kann man sich mal sowas vorstellen? Also ist ja wirklich Wahnsinn. Und die höchste Auszeichnung, wieder nicht finanziell, weil es gibt noch eine Ruhmeshalle höher als die Ruhmeshallen. Und das sind da, wo die Büros sind des höchsten Management in Ada. Eigentlich die Büros von den zwei Gründern, Rich DeVos und Jay Van Andel. Die sind auf diesem runden Gebäude ganz oben und dazwischen ist ein langer Gang. Und diesen zwei langen Gang sind nur die Kronen und Höher der Welt. Und da läuft auch nur das höchste Management durch und guckt sich die ab und zu an. Hat mir gerade lustigerweise letzte Woche in einem Zoom-Call mit der Chefin vom ganzen IT der Welt, also von allen elektronischen Geschichten von Amway. Und die hat erzählt, wie sie immer an dieser Ruhmeshalle entlangläuft, guckt, wer ist von Europa, wer ist von Asien, wer ist von Amerika und dass sie da gerne noch ein paar europäische Gesichter mehr hätte. Das fanden wir alle ganz korrekt und wollen dahin arbeiten. Und ich hoffe, sie ebenfalls, weil das ist dann was ganz Edles. Wenn dann quasi nur noch der CEO immer an ihrem Gebild vorbeilaufen muss zu seinem großen Büro, ist doch das auch nicht schlecht. Der wird sie nie vergessen. Also solche verrückte Sachen gibt es hier. Und den Geburtstagsstrauß haben wir schon erklärt. Ist ja schon mal wirklich Wahnsinn. So, jetzt, ich habe vorhin kurz gezeigt, das sind jetzt unsere persönlichen Ehrungen hier. Das ist auch eine ganze Reihe. Und wenn Sie also jetzt, wie gesagt, bis zu der Stufe, die man selber erreicht hat, kann man entweder hier diese wunderbaren WhatsApp-Geschichten runterladen oder man kann die ganzen ZIP herunterladen. Ich habe das schon mal gemacht, weil das sind so viele. Und zeig einfach mal, weil Bronze ist etwas, das kann fast jeder hier, wenn er will, innerhalb der nächsten 3 Monate erreichen. Das ist zur Erinnerung 4000 Punkte mit mindestens 200 Punkte persönlich und mindestens 3 Linien. Und die davon sollten mindestens 600 Punkte haben. Wahrscheinlich machen Sie es besser mit 6 Linien, dann sind Sie so besser im Rennen und haben ein paar Chancen mehr offen. Aber 3 Linien davon sollten trotzdem auf 600 Punkte sein. Das ist halt die Bedingung, okay? Und diese ganze Liste hier von elektronischen Unterlagen können Sie dann freischalten, wenn Sie Bronze erreicht haben. Ich will das gar nicht alles zeigen. Ich lasse das ein bisschen geheim, weil machen Sie Bronze, dann wissen Sie, was das alles Verrücktes ist. Aber das sind alle möglichen elektronischen Hilfsmittel zum auf Instagram, WhatsApp, Facebook,
in Gesprächen, bei Videopräsentationen, bei uns, für alles haben sie dann diese Bronze, dieses Bronzepaket in virtueller Natur. So, ich lasse das ein bisschen offen, was das alles hat, weil die Liste ist mir zu groß und die Zeit ist zu knapp. Aber ist das verrückt? Davon wussten sie garantiert auch noch nichts, richtig? Sind sie noch nicht Bronze? Können sie das gar nicht wissen? So, ach, mache ich das auch mal kurz weg, weil das war jetzt gerade einfach zum Zeigen. Und natürlich, ich glaube, das habe ich hier schon auch. Jawohl, lege ich Ihnen ans Herz, diese, wenn Sie auf Ihrer Seite sind mit Ihren Auszeichnungen, vielleicht steht da erst 3%, vielleicht ist es auch noch leer, weil Sie sind ganz neu. Und es ist immer auch 6 Wochen zwischen Erreichen und wann das freigeschalten wird. Zwischen 4 und 6 Wochen. Also stressen Sie Amway nicht und rufen an, meine Seite ist nicht freigeschaltet. Bei 95.000 Ehrungen in Europa alleine rechnen Sie das hoch auf die Welt. Wahrscheinlich haben wir irgendwo eine halbe Million bis zu 1 Million Leute, die neue Stufen erreicht haben bei Amway in diesem Jahr. Können Sie sich das vorstellen? Das ist eine Armee. Das ist viel. Und irgendwelche nette Angestellte müssen die alle dann freischalten, für was auch immer, weil das wird ja alles viel wieder automatisch gemacht, aber schon ab Bronze schaut das ein Mensch an, dass er nichts falsch macht. Also geben Sie denen ein paar Wochen, weil das einfach dauert, weil das Geschäft wächst halt wie verrückt. Das ist so. Aber wenn Sie hier drauf gehen, wenn es viel drinsteht oder wenn es leer ist, ist ja egal, dann schauen Sie, dass sich das ändert. Aber wenn Sie hier drauf gehen, dann landen Sie auf dieser Seite hier. Beziehungsweise diese Präsentation PDF können Sie dann anschauen. Die können Sie auch sonst anschauen, weil die finden Sie in der Bibliothek. Aber hier ist sie direkt verlinkt. Und da können Sie nochmal genau nachlesen. Ihr Ziel, zum Beispiel Bronze, was muss ich dafür tun? Ich habe es vorhin gesagt, ich wiederhole kurz. Leistungsbonusstufe 15%, das sind 4.000 Punkte. So, oder höher. Mindestens 3 Linien persönlich oder Foster gesponsert, die je 600 Punkte haben. Was ist jetzt Foster gesponsert? Ich sponsere doch. Und was ist Foster? Der Unterschied ist folgendes. Wenn Sie jemanden sponsern, der zum Beispiel ein internationaler Kontakt war, der vielleicht das Geschäft schon im Ausland hat, durch einen Geschäftspartner im Ausland vermittelt wurde, oder irgendwas in der Richtung, dann hat er einen sogenannten internationalen Sponsor, weil jemand hat die Arbeit gemacht, Ihnen zu sagen, du, bitte sponsere diesen Mensch, der ist sehr nett, der will anfangen. Oder er hat es selber gesagt, wenn er schon ein Geschäft zum Beispiel in Thailand hat und er möchte in Deutschland anfangen, dann kommt er noch selber und sagt, ich möchte gerne anfangen. Oder wenn das, wie auch immer, jemand ist, der hat das Geschäft in Italien kennengelernt, als Beispiel, weil das hatten wir gerade. Und dann hat der italienische Freund gesagt, du, das kannst du auch in Deutschland, das kannst du auch in Österreich, das kannst du auch in der Schweiz, aber du brauchst einen Foster-Sponsor. Und der Foster-Sponsor ist quasi das Gegenstück, ist vielleicht falsch, das Äquivalent, sage ich jetzt lieber, zum internationalen Sponsor. Also wenn Sie jemanden kontaktiert haben, den gesponsert haben, dann ist das ein normal von Ihnen gesponserter Geschäftspartner. Er ist Geschäftspartner, erster Linie. Sie sind Sponsor. Ist das ein vermittelter Kontakt, dann sind Sie in der Regel der Foster-Sponsor, der Götti, die Paten, die Patin, wie auch immer, und er hat einen internationalen Sponsor. Und beides zählt. Das ist das Wichtigste. Das zählt nicht für den internationalen, weil in der Regel ist das ein anderes Land, mit Ausnahme von Ländern, die zusammengehören. Das erkläre ich jetzt heute nicht. Für Deutschland vielleicht ganz wichtig, es gibt nur 2 Länder, die Deutschland zusammenzählt als Markt direkt, das ist Deutschland-Frankreich. Also jemand in Frankreich zählt, wenn er persönlich gesponsert ist, zu deutschem Volumen und zurück. Schweiz ist wie immer alleinstehend, wir kämpfen allein. Wir haben nichts erobert und auch nichts gehalten. Also wir sind, wie wir sind, aber das ist auch gut so. Und dann gibt es lustigerweise Märkte, da zählen mehrere zusammen, Osteuropa zum Beispiel. Wenn Sie das aber wissen wollen, Ihr Sponsoren, Upline und Platin wird das Ihnen erklären können. Und wenn Sie sowas mal, weil das sind einfache Informationen, sonst wissen wollen, wenn Sie das meistens lesen können. Und MW hat einen Callcenter, sowas könnt ihr auch beantworten, wenn mal der Platin nicht erreichbar wäre. So, was haben wir hier als Vorteile? Wir haben vorher mal, also wir haben es noch nicht abgeschlossen, es braucht diese
Ach je, ich habe 200 Punkte gesagt. Warum jetzt das? Ah, okay, ja. Hier genügen 100. Aber machen Sie trotzdem besser 200. Aber es genügen 100. Entschuldigung für den Fehler. So. Und dann kriegen Sie eben 40% mehr Geld. Ja, das ist eine gute Geschichte. Und das können Sie 12-mal kassieren in 18 Monaten. Ist das richtig? Das ist falsch. Muss ich einmal schreiben, bitte ändern. Das ist nämlich jetzt. Drei Jahre? Der Backhaus? Es waren 18 Monate, und jetzt sind 3 Jahre, also es sind 36 Monate. Stimmt? Jawohl. Also spielt am Ende keine Rolle. Der Vorteil ist einfach folgender: Wenn man mal in so ein Programm anfängt und aus welchem Grund auch immer eine Lücke hat, dann hat man längere Zeit, das zu erreichen. Es gibt ja noch eine ganze Reihe weitere solcher Multiplikatoren. Der bekannteste sind die 30% Multiplikator, aber es gibt noch weitere ab 21%. Das gibt nämlich auch schon nochmal weitere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und daher sind diese Programme verlängert, damit man mehrere gleichzeitig machen kann, aber man nirgends rausfällt. Super Geschichte. Und dann hatten wir Silber und auch da, ich gehe nicht auf alle Beispiele ein, weil Sie können das wunderbar selber lesen. Aber möchten Sie zum Beispiel wissen, Diamant als Ziel in dem Geschäft, was müssen Sie dafür erreichen? Einfach gesagt, 6 Leuten helfen, dass die, und das können dann sogar international gesponserte sein, in Italien, in Ukraine oder wo auch immer, aber 3 sollten im Land sein, das sind die Regeln, aber am Ende 6 nette Paare, 6 nette Freunde, denen zu helfen, dass sie 6 Monate im Jahr auf der 21% Stufe sind. Dann sind sie Diamant. Und dann kriegen Sie eine Riesenzahl von weiteren Einkommen. Unter anderem erhalten Sie dann vom Smaragdbonus sicher deutlich mehr Geld. Sie erhalten dann eine jährliche Diamantprovision. Sie können eine jährliche Diamant-Plus-Provision kriegen, wenn Sie ein siebtes Bein haben. So ist die Regel. Und Sie kriegen noch ganz heftige Jahresprovisionen. Einmalzahlungen und mehr, und das ist eben erklärt, da wollte ich jetzt gar nicht hin, egal. So. Also, hier können Sie alles lesen, und wo auch immer Ihr Weg hingeht, es versteht sich von selber, wir sind nicht in einem Schnellreichgeschäft, Sie werden nicht Smaragd in ein paar Tagen, dafür sind auch schon die Bedingungen so gesetzt, dass sich nicht mal jemand das erkaufen könnte, das würde Amway gar nicht akzeptieren, sondern es ist Bedingung von eben mindestens 6 Monaten. Damit wird sichergestellt, dass die Leistung seriös ist, dass die Kunden zufrieden sind, dass es Wiederkäufe sind und dass sie vor allem ein Geschäft haben, das auch noch in 5 Jahren und 10 Jahren und 15 Jahren ihnen Ertrag bringt und wächst und gedeiht und in Größen vorstoßen kann, die sie sich vielleicht heute noch gar nicht vorstellen können. So, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Aber natürlich freuen wir uns, dass in ein bisschen mehr als einer Woche ein Kickoff ist. Und wenn Sie da zum ersten Mal sind und dann hören Sie eben, das sind Diamanten anwesend. Das sind, und zwar ganz schön viele, das sind sicher 2 Dutzend Diamanten anwesend, so gefühlt. Dann sind da dreifach Diamanten anwesend. Das sind dann schon Leute mit riesigem Geschäft. Dann sind natürlich Kronen anwesend. Es sind Kronenbotschafter anwesend und es sind Founders-Kronenbotschafter anwesend. Und manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas erreichbar ist. Und wenn ich hier so in die Runde frage, nur ganz einfach frage, was denken Sie in den letzten Jahren? Sowas gibt es nicht jeden Tag, versteht sich von selber, aber nehmen wir mal die letzten, weiß nicht, 10 Jahre. Wie viele denken Sie haben in Europa so ein großes Ziel erreicht? Sind das 1 oder 2? Was denken Sie? Ich zeige Ihnen mal, wo man das herausfindet. Einfach nicht als wir bluffen oder wir versuchen da was hinein zu interpretieren, sondern einfach, weil wir die Leute auch kennen und über alle ein paar Worte sagen können.
Zum Beispiel Founders-Kronbotschafter, die höchste Stufe von MBA, die es überhaupt gibt. Da hat in 2019 zum Beispiel ein Freund in Österreich das erreicht. Oder hier jemand in Spanien, Maria Teresa Ruiz, bravo. Bravo, kann ich da nur sagen? Bravo. Natürlich die Familie Müller-Meerkat, wobei 2008, ich glaube, Emme hat damals die Computer mal aktualisiert, weil das haben die eigentlich seit 1979 immer erreicht. Aber da gab es die Stufe, glaube ich, noch nicht. Das könnte es auch sein, weil das hieß ja mal zwischenzeitlich ganz anders und irgendwann wurde dieser Name eingeführt. Das muss so diese Zeit gewesen sein. Oder dann hier Polen. Polen ist auch toll. Vera Archipowa. Das tönt definitiv nicht deutsch, das versteht sich von selber. Aber das hier wieder, der Kollege Schwarz, auch ganz bekannt. Oder hier auch, das alles waren das Grundbotschafter hier, der Maria Schleifer aus dem Bayerischen. Oder wieder ein Spanier, der Miguel Aguada und sowas. Den kenne ich kenne den Sohn, ganz nettes Paar aus, also Frau und Mann und die Kinder. Und die Kinder sind alle Diamant. Also Diamant, Diamant, Diamant. Super Familiengeschäft. Oder hier, können Sie das lesen, dieser Founders-Krone. Natalia Ena und Anna Ena. Oh, mein Kyrillisch ganz hängen geblieben. Aber das müsste die Natalia Jena sein, weil auf Deutsch spricht man das mit J aus und nur hier im Ukrainischen geht das J verloren. Also das ist die Natalia. Kennen wir auch ganz nette Leute und ganz, ganz eng mit unseren Führungskräften, Eva Müller-Meerkat, die haben zusammen Seminare und alles Mögliche. Oder der Kollege von Ungarn, der James, sehr ungarischer Name. Aber Jenő Vagy, sehr ungarisch und dann noch was. Das geht dann hier noch über Seiten weiter. Ich habe die Zeit gar nicht. Aber ich wollte einfach mal sagen, das wird erreicht. Und es waren jetzt wirklich die ganz, ganz höchsten Stufen. So, wir haben hier 320.000 Ehrungen. 320.212 erfolgreiche Leute. Wieso sollten gerade Sie das nicht erreichen? Ganz ehrlich, 320.000 erfolgreiche Leute. Können Sie sich das vorstellen? Das ist eine unglaubliche Anzahl. Das ist eine Macht, das ist eine Wirtschaftsmacht. Das ist ein weltweites Geschäft. Und das ist ja hier nur Europa. Wir sind zwar mit Australien und so zusammen, aber die sind hier in den Zahlen erst die letzten Monate dabei. Die waren vorher selbstständig, die tauchen nicht auf in diesen Listen älter als letztes Jahr. 320.000 erfolgreiche Leute. Dann kann es jeder, glauben Sie mir, dann kann es jeder. Dann hängt es nicht davon ab, ob man Glück hat oder Zufall oder jung oder alt oder dick oder dünn oder Mann oder Frau. Auch das Land spielt dann überhaupt keine Rolle. Sie können gehen, in welches Land Sie wollen. Sie können gehen, in welches Bundesland Sie wollen. Sie können gehen, in welchen Kanton in der Schweiz Sie wollen. Die Leute vor Ort werden Ihnen immer einen Satz sagen. Es funktioniert überall. Aber bei uns sind die Leute anders. Das wird Ihnen jeder sagen. Und haben Sie diesen Spruch selber schon mal gesagt? Glauben Sie mir, den werden Sie von allen hören, wohin Sie auf diesem Planet auch immer gehen. Und ich habe Leute gesehen, die haben sich viel, viel Arbeit gemacht, um die ganze Welt zu reisen, um da aufzubauen, nur um zu sehen, die örtlichen Leute sagen alle, ja, das wird funktionieren in Europa, das wird funktionieren in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, in Polen, aber bei uns kann es nicht funktionieren, weil die genau das Gleiche sagen werden. Daher seien Sie getrost, dafür darüber informiert, dass es überhaupt keinen Unterschied macht, wo auf der Welt. Sie können diese 320.000 Namen durch den Filter jagen. Sie werden keinen finden, der auf dem Mond das gemacht hat. Das sind alles Erdenbewohner und gar nicht wenige davon aus ihrem Bundesland, aus ihrer Stadt, vielleicht aus ihrer Straße. Auch das spielt keine Rolle, weil deren Kunden und Geschäftspartner sind wieder wo ganz anders auf diesem tollen Planeten, weil das Geschäft ist international. Also 320.000 Erfolgsgeschichten, sorgen Sie dafür, dass Sie eine mehr sind, dass Sie
mehrfach und immer wieder auf dieser Liste auftauchen und nach oben getrieben werden durch ihre persönliche Leistung und ihre Motivation. Und ich hoffe, ich habe Ihnen in der Stunde ein bisschen was dazu geben können, was die Firma alles bietet. Bin auf keine einzige Zahlung eingegangen. Können Sie sich das vorstellen? Ich als Zahlenmensch, kein einziger Bonus wurde erwähnt. Das wird eine andere Schulung sein oder es war schon eine andere Schulung, die kann man auf YouTube finden oder wenn Sie wollen, habe ich da Links dazu. Nein, nur was noch dazu kommt. Alles, was noch obendrauf kommt, das Sahnehäubchen auf den Erfolg. Schnappen Sie sich den Kuchen darunter und lassen sich das Sahnehäubchen oben einfach noch gratis dazugeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen ganz, ganz erfolgreichen Monatsabschluss. Schauen Sie Ende Monat immer auf drei Dinge. Erstens mal, dass die Coupons nicht verpasst werden. Das geht ja nur bis zum 28., lieber Geschäftspartner. Wer hat noch Coupons? Welcher Geschäftspartner hat noch Coupons? Wer braucht noch Hilfe beim Coupons einlösen? Dann, der Monat endet erst, wenn er endet. Der 30. ist der letzte. Alles ist möglich. In den letzten 4 Tagen kann noch genauso viel laufen oder mehr wie im ganzen Monat vorher. Daher auch hier viel, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Und man sieht sich in Würzburg. Und bis dann eine ganz erfolgreiche Zeit. Tschüss miteinander und danke für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit.